Du bist ein Trottel. Geil. Also die 1000 wollte ich noch. Ach, Zifix. Es ist gar nicht mal so leicht. Mit dem Auto hier. Durch diesen Stadtkurs. So. Kriege ich ihn noch? Ach, schade. Ziel erfüllt. Hat wirklich für den ersten Platz gereicht. 10.600 Punkte. Tja, locker. Don Murphy. Verloren. Im Ford Mustang. Erfüllte Ziele. 1. Fans. Komm, 13. 14.000, wenn nett. Okay, nur 500 mehr. Okay, naja. Was soll's. Mit dieser Leistung haben wir auf uns aufmerksam gemacht. Wirf einen Blick in dein Newsfeed. Genau, das hatte ich mir erhofft. Ich glaube, wir machen jetzt mit New Union weiter. Kalifornien haben wir, das haben wir auch. Das heißt, wir machen jetzt mit Miami Rennen weiter. Nehmen wir mal den roten Nissan, den hat man glaube ich noch nicht. Okay, ich weiß, er ist nicht rot, aber. So. Rekordsiegeserie bei Club Events 5. Gefahrene Karrieredistanz 38,1 Kilometer. Längster Drift in der Karriere 111 Meter. So, Miami. Miami ist eine schwierige Strecke. Der Wechsel zwischen Highspeed-Geraden und anspruchsvollen Kurven ist tückisch. Sei vorsichtig. Los geht's. Okay, Junge, du stehst ganz hinten. Heute brauchst du Geduld. Im Blickfeld Harrison Carter. Let's get ready to Rambo. So, schau mal, die Strecke kenne ich nicht. Union zeigen, dass das beste Fahrerfeld der Welt in der WSR fährt. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch Cockpit-Perspektive, die könnte man jetzt dieses Mal verwenden, ne? So, es sieht dann die Cockpit-Perspektive aus. Ist ein Mod, ja. Und ist auch noch nicht wirklich für jedes Fahrzeug verfügbar. Und man hier sieht, hier wird dann alles unscharf. Es fügt 3 neue Perspektiven hinzu. Diese hier, dann ein bisschen versetzt von der Motorhaube, die da und dann eben die da. Wie gesagt, die ist eigentlich die bessere, die andere ist nicht so gut. Die ein bisschen weiter weg vom Lenkrad. Weil die wirkt dann alles ein bisschen unscharf. Also die da, wirkt alles ein bisschen unscharf. Aber naja. So, jetzt fahren wir mal mit der da. Wow. Verpiss dich. Okay, das war die erste Runde. Mehr davon bitte. Roger. So, wie wir hier wegziehen. Okay. Sei dir nicht zu schade, vor einer Kurve etwas Tempo rauszunehmen. Haha. Ja, ich weiß. Boah, wir ziehen nach links. Nach rechts. Boah. Fuck. Das ist auch schwer zum Steuern. Zum Glück jetzt nur noch eine Runde. Wir haben richtigen Leistungseinfall. Boah. Hier, schaut euch das Auto an.
Okay, das war nichts. Scheiße. Hier an dieser Kurve war das. Schaffen wir das noch? Boah, könnte verdammt eng werden, das hier noch zu schaffen. Scheiße, da kommt einer angerauscht. Der Motor ist etwas beschädigt. Du wirst Probleme haben, die volle Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, aber genau die brauche ich jetzt. Scheiße. Das Auto ist unfahrbar. Wir schaffen's, wir schaffen's. Okay, auch wenn wir ziemlich gemogelt haben, wir schaffen's. Boah. Scheißkiste. Scheiß Unfall war das. Toller Sieg. Wenn wir New Union an Bord haben, ist uns das Interesse anderer Clubs sicher. Boah, riskant, riskant, riskant. A new message. Erfüllte Ziele 0. Fans, komm, die 13, die 14 knacken wir doch jetzt. Ha, locker knacken wir die. 21.250 Fans. Lässt sich doch sehen. Okay, Patrick. Wir haben inzwischen eine große Fangemeinde. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, die WSR zu starten. Die Fahrer von New Union und die Pacers sind mit im Boot. Denk deshalb daran, sobald die WSR beginnt, gelten die aktuellen Einladungen nicht mehr. Dann würde ich schon mal die andere noch fahren. Also, da haben wir nichts. Im Promo haben wir, glaube ich, auch nichts. Das heißt, ja, da machen wir doch die zwei noch. Miami-Duell. Ja. Bevor wir die anderen noch machen, bevor wir dann mit der WSR anfangen, werden wir die zwei noch machen. Würde ich sagen. So. Los geht's. Duell in Miami. Miami ist eine schwierige Strecke. Der Wechsel zwischen Highspeed-Geraden und... Ja, das ist uns vorhin zum Verhängnis geworden. Aber wir kommen ganz schön schwer weg. Steht also ein Duell-Event gegen die Transamerica Pacers an. Das ist gut. Immerhin musst du dann nur einen von ihnen überholen. Tja. Spaßvogel. Jetzt aber eine andere Strecke. Ist jetzt aber eine andere Strecke. Der fährt auf der anderen Seite. Bleiben aber vorne. So, da hinten ist er. Da ist das Ziel und wir gewinnen. Ha, sogar noch in die Bremse gestiegen. Ja, gewonnen. Das heißt jetzt dann Halbfinale. Ja, die zwei Duelle, das andere machen wir dann auch noch. So. Ja, und ich werde jetzt dann immer... wie soll ich sagen? Die letzten zwei Parts habe ich mich ja am Ende immer verabschiedet. Das wird jetzt dann nicht so sein. Ich werde jetzt einfach dann, sagen wir mal, immer 30 Minuten aufnehmen und da in die Hälfte einfach cutten, dass ich zwei Parts habe. Das heißt, es kann auch unterbrennen, einfach der Part zu Ende gehen. Und im nächsten Part dann einfach wieder anfangen. Tut mir leid, ist einfach so für mich einfacher. Boah, da zieht er weg. Ist für mich einfach bequemer. Ja, das weiß ich. So. Ja, probiert's auch innen. Beziehungsweise jetzt ja als außen, wo er wieder da wegzieht.
Okay, das war nichts.